So schön. Da vorne sind Bösewichte, die natürlich verhindern wollen, dass wir die Perle dort langbringen. Komm, geh kaputt. Du, auch du alles Gorgonenvieh. So, eins ist noch. Und dann haben wir sie alle. Geschafft. So, weiter geht's. Ist nie was passiert. Ja, ich glaube, der Weg zum Meer ist noch eine ganze Weile hin. 300 Meter haben wir noch vor uns. Kostet auch das hier Energie? So wie es aussieht. Na, eigentlich nicht. So, roll weiter. Komm, komm, komm. Schneller. Oh, was? Wer hat hier... Ey! Was? Wer hat denn hier Steine hingemogelt? Das finde ich aber nicht in Ordnung hier. Das hat man natürlich mit Absicht gemacht. Ob ich damit auch die Harpyie da drüben treffen kann? Stimmt. Ups. Jetzt hat sie sich erschrocken. Was war das? Naja, bleibt ruhig da. Macht einfach nichts. Das ist immer am besten. Boah, muss ich das jetzt die ganze Zeit machen? Solange bis alle Steine weg sind? Ihr seid ja gemein, seid ihr. Das hätte treffen können. Jetzt bräuchte ich eigentlich diese automatische Zählerfassung. Ups, da war ein Baum im Weg. Kommt schon. Gib mir die Möglichkeit, die Perle da reinzurollen. Und tschüss. Treffer! Endlich mal was getroffen. Sag mal, kann das sein, dass die Steine immer wieder kommen? Oh, fast. Das Schöne ist, man kann so richtig schön üben. Aber ich bin einfach zu doof zum Werfen. Treffer! Und wieder versenkt. So, den Rest machen wir jetzt einfach kaputt und dann ist gut. Dann kann die Perle hier durch. Rollt zu. Hui und tschüss. So, wie kriegen wir die Tür da drüben auf? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Das heißt, wir rollen die Perle erstmal hin, denn die muss da gleich durch. Vielleicht geht sie automatisch auf, wenn die Perle erstmal da ist. Ach, guck mal hier. Oh, ich muss alles treffen. Na komm. Roll los. Hui. Ich glaube, wir haben die Essenz von Aphrodite. Die müssen wir uns jetzt noch schnabulieren. Aus dem Meeresschaum entstieg Aphrodite. Wohlgewachsen und schön wie diese Perle.
Ich halte das nicht mehr aus. Zeus, Gaia hat dich angelogen, was Aphrodites Geburt angeht. Ach ja? Dann erzähl mir doch, wie es wirklich war. Kronos, gekämpft. Das ist nicht dein Ernst. Irgendwann ist ins Meer gefallen. Das? Kronos, ihn abgetrennt. Oh, du bist krank, Prometheus. Ich höre dir nicht mehr zu. Nun war der Meeresschaum erlangt. Phönix kehrte zu Aphrodite zurück, mit dem Schlüssel zu ihrer Freiheit und dem Gewölbe. Sehr, sehr nice. Das machen wir gleich. Ich habe dort oben rote Kristalle gesehen und wir brauchen noch rote Kristalle. Und was mache ich mit dir, du Krabbi? Verschwindest einfach gut. Komme ich bis nach oben? Wahrscheinlich nicht. Wir essen mal 2, 3 Pilze. So, und bis dahin dürfte ich doch auf jeden Fall kommen. Sehr gut. Und wenn wir die roten Kristalle haben, dann können wir uns wieder weiter aufstufen. Ja, die Geschichte war eigentlich, soweit ich weiß, dass Kronos seine sein Gemächt abgeschnitten wurde. So, Kronos, der Vater der Zeit. Ach nee, Leute. Ja, eigentlich könnten wir jetzt mit dem Schaum auch direkt hinporten, oder? Wäre ja wesentlich einfacher, als dort nochmal hinzulaufen. Die Frage ist, wie wir am besten hinkommen. Nicht mehr verfolgen. Doch, definitiv noch verfolgen. Aber ich will porten. Wir machen einfach diese Schnellreise hier. Dann können wir von der Lyra aus hinlaufen. Alles andere dauert mir zu lange. Und dann gehen wir im Anschluss nochmal hoch und werden auch unsere Axt noch weiter ausbauen. Oder den Bogen, je nachdem, was uns da lieber ist. Der Bogen ist mir eigentlich lieber. Mit dem Bogen arbeite ich gerne. Hier gibt es noch ein paar Granatäpfel. Dankeschön, Dankeschön. 6 Stück, wunderbar. Die Lyra können wir jetzt aktuell nicht verwenden, weil wir keine weiteren Lieder haben, die wir spielen dürfen. Da sind noch Pferde. Die könnten wir uns auch noch aneignen. Wir haben ja bisher nur den Hirsch. Pferde kommen dann später. Wo muss ich eigentlich hin? Da vorne war das, glaube ich, ne? Ja, dann können wir einen Abstecher zu den Pferden machen. Das ist okay. Ui, ich bin gespannt, wie viele Reittiere es noch gibt. Hallöchen, Popöchen. Ich will euch ja nicht stören, aber ich möchte euch gerne für mich haben. Ha, Reittier gezähmt. Brontos. Hallöchen, Brontos. Setzen wir gleich mal auf und auf geht's. Du bist auch nicht viel schneller als der Hirsch, aber das ist egal. Es geht ums Grundsätzliche, dass wir jetzt mit dir durch die Gegend reiten dürfen. Finde ich gut. Aber kämpfen kann ich nicht währenddessen. Vielleicht muss ich das auch erst freischalten. Oder es soll nicht gemacht werden. War das hier mit dem Baum? Nee, bin ich doch verkehrt. Nee, das ist hier. Sehr schön. Dann holen wir jetzt schnell noch die Pilze, die hier oben wachsen. Danke sehr. Und auch diesen Pilz. Also ihr merkt schon, Pilze verbrauche ich gerne. Granatäpfel eher weniger. Wir haben ja nicht so viele Lebenspunkte, die uns andauernd verloren gehen. Es wird ja nicht so viel gekämpft. Hin und wieder mal ein Kyklop. Du bist zurück, du liebliches Wesen. Hast du den Meeresschaum? Na sicher. Oh. Wie lieb von dir. Bitte, nimm meinen Segen als Danke für deine harte Arbeit. Aphrodites Umarmung. Gesegnet. Nun schnell, gieß den Schaum auf meine Wurzeln. Je eher ich mich bewegen kann, desto schneller kommen die Äpfel an. Hat's geholfen? Als ich dem Schaum entstieg, war ich so liebreizend. Nein, es gibt zu viele kuschelige Wesen, die meine Hilfe brauchen. Ich kann nachts kaum schlafen, wenn ich an ihre süßen Äuglein denke. Und diese Näschen, diese süßen kleinen Stupsnasen. Oh.
Geisterzone? Was nu? Okay, alles gut bei euch? Geist des Achilles. Oh, warte. Er hat ja schon gesagt, dass wir uns gegen den ein oder anderen Helden wahrscheinlich nochmal behaupten müssen, aua. Okay, ich muss lernen, mit der Parade umzugehen. Ja, sehr schön. Okay, ich brauche ihn weiter oben. Komm mal her, hier. So ist gut. Jetzt haben wir ihn. Rauf da. Solange die Betäubung hält. Hälfte haben wir. Na komm. Haut er ab. Haha. Verdammt. Ja, das war nicht gut. Okay, ich trinke einen Heiltrank. Lässt du mich in Ruhe? Böse Achilles. Ach, verdammt. Okay, ich gebe mein Bestes, aber ich bin nicht unbedingt der beste Kämpfer in keinem Spiel. Geschafft. Was war das gerade? Typhon scheint dich nicht zu mögen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Immer wenn sich jemand ihm entgegenstellt, sendet er einen seiner Geister. Die wiederum delegieren ihre Arbeit dann immer gerne an Schatten. Also war dieser Krieger gerade nicht wirklich Achilleus? Liebe Güte, nein. Der echte Achilleus hat viel mehr Schneid. Ach, wem sagst du das? Er versteckt sich in der Nähe in einer Höhle. Ehe er besiegt ist, werden weitere seiner Schatten in diesem Teil der Insel auftauchen. Gibt es denn nie gute Neuigkeiten? Nun, der Meeresschaum hat gewirkt und ich kann meine Wurzeln bewegen. Eine von ihnen hatte Achilleus Höhle versperrt. Bei den anderen drei Geistern kann ich dir allerdings nicht helfen. Herakles, Atalante und Odysseus. Man sagt ja, aller schlechten Dinge sind vier. Niemand sagt das. Niemand sagt das. Hartes Publikum. Was ist mit der Wurzel, die deine Essenz verschlossen hält? Ein paar Leute, die mir wichtig sind, wurden in Stein verwandelt. Und deswegen... Nee. Nein. Aus irgendeinem Grund ist diese Wurzel immer noch unbeweglich. Danke für deine Anteilnahme, aber... Was aber gut ist, ich kann jetzt Äpfel verteilen. Ich werde alle Tiere in 0, nichts gefüttert haben. Lieber früher als später. Danke für deine liebe Hilfe. Dir auch alles Gute. Aber ich... Das war seltsam. Ich kann nicht mehr tatenlos zusehen, beziehungsweise eifrig planen. Du musst Aphrodite zu ihrem alten, schönen und frechen Selbst zurückverhelfen. Sonst dreh ich durch. Bei den Göttern, wo kommst du denn her? Von hinter dir? Ist das wichtig? Scher dich nicht um mich. Scher dich lieber darum, diese Wurzel wegzuschrumpeln. Und wie? Mit salzigerem, noch mythischerem Wasser? Oder, warte mal, was ist mit Aphrodites Tränen? Hat sie nicht über Adonis Tod geweint? Die sind sicher salzig und mächtig. Du kennst dich ja richtig gut aus. Ihre Tränen könnten helfen, wenn du sie direkt auf die Wurzel tröpfelst, die den Weg zu ihrer Essenz versperrt. Aber wo hat Typhon sie versteckt? Du solltest die Gewölbe des Tartaros hier in der Nähe durchsuchen. Es gibt 3 Kristalltränen. Gut, dann haben wir einen Plan. Bitte beeil dich. Ehe Aphrodite wieder zu sich gefunden hat, habe ich niemanden, um über deine Klamotten zu lästern. Was stimmt denn nicht mit dem, was ich anhabe? Und weg ist er. Tja, war zu erwarten. Entdeckt, Geister versteckt. Juhu! Also ihr habt's mitbekommen, wir müssen jetzt die Tränen von Aphrodite finden. Abgeschlossen, wer schön sein will, muss leiden. Zusätzlich haben wir nicht nur
Fersengeld, neue Quest. Die Tränen von Aphrodite, mir kommen die Tränen als neue Quest, sondern eben auch das schon gefunden, was zu irgendeinem anderen Gott passt. Ne? Diese komischen Feen. Ausrüstungsverbesserung verfügbar. Du hast genügend Adamantscherben gesammelt, um eine Phönixrüstung zu verbessern. Segen. Segen sind Vorteile, die du erhältst, wenn du die Gunst der Götter gewinnst. Drücke das, um das Menü zu öffnen. Na, dann wollen wir doch gleich mal gucken. Da ist einer der Segen. Was macht dieser Segen? Füllt alle Gesundheitsfelder wieder auf, wenn die Gesundheit im Kampf verbraucht wird. 20 Minuten Abklingzeit. Ah. Das ist nochmal eine zusätzliche Umarmung. Das ist praktisch, okay, falls ich mal länger kämpfen muss. Aphrodites Kuss. Ein einzelner gegnerischer Treffer setzt die Kombo-Anzeige nicht zurück. Außerdem, der Schaden des ersten gegnerischen Treffers nach Einnahme von Stärkungstränken wird ignoriert. Hilft dieser Gottheit weiter, um diesen Segen zu erhalten. Das heißt, wir können Aphrodite dreimal helfen, um dementsprechend dafür zu sorgen, alle drei Segen zu bekommen. Wie es dann bei den anderen aussieht, ob das auch nur drei sind oder ob die noch mehr machen, das werden wir dann später herausfinden. Aber ich denke mal, es bleibt bei jedem mit drei gut dabei. Ja, schöne Sache. Also ihr seht, es ist wirklich umfangreich. Wir können eigene Fähigkeiten ausbauen. Wir können unsere Rüstungen verbessern. Wir können sehr viel sammeln. Es gibt Quests, die nicht nur rein sind, was holen und wieder rausgehen. Nein, man muss auch rätseln, man muss auch gucken, man muss kämpfen, man muss tun. Das ist Wahnsinn. Es ist ein unglaublich schönes Spiel und es kommen mir fast die Tränen vor Freude, dass das alles so wunderbar klappt. Und drei Orte müssen wir jetzt gleich besuchen, um dementsprechend natürlich Aphrodites Tränen zu sammeln. Bevor wir das tun, porten wir noch einmal rüber und bauen noch unsere Pfeile aus. Das bedeutet Karte, Halle der Götter, die war hier. Ah ja, und das ist auch alles hier in der Nähe. So wie sie gesagt haben, können wir uns hier nachher ganz in Ruhe umsehen und sogar noch Ambrosia mitnehmen. Freut mich. Auf geht's dorthin. Halle der Götter. Die Gunst der Götter. Sind wieder da. Elektra, die dir die Taschen schwer machen? Nein, ich habe keine Elektra und ich will auch keine ausgeben. Ich möchte jetzt erstmal meinen besseren Bogen haben. Gott sei Dank, jetzt machen wir auch endlich mit den Pfeilen mehr Schaden. Ich meine, das hier aufzustufen, ja, war ganz nett. Würde mir aber beim nächsten Mal nicht so viel bringen. Wenn, dann würde ich eher mehr Tränke mit mir nehmen wollen als mehr Pfeile. 8 Pfeile reichen im Moment völlig aus. Denn nur mit dem Aufladen machen sie die volle Stärke und das Aufladen an sich dauert immer eine ganze Weile und bis dahin sind die Pfeile schon wieder da. Helme könnten wir auch verbessern. Dafür bräuchten wir nur die lilanen Scherben und die blauen. Blaue Scherben haben wir noch ein paar. Verbessert Schaden und Vorteile aller Rüstungen. Verbessert Schaden und Vorteile aller Helme. Ich habe keine roten Scherben mehr, sonst würde ich die anwenden. Wir brauchen hier auch plus 500. Oh, 1700. Okay. Jo, dann nehmen wir erstmal die Rüstung. Dankeschön. Okay. Wenn wir dann also wieder genügend rote und blaue Scherben haben, werden wir uns auch um die Äxte kümmern. Aber im Grundsätzlichen machen wir erstmal mit der Rüstung weiter. Sprich, wir werden lilane und blaue Scherben dafür verwenden. Gut. Verbessert Rüstungen. Ja, sieht total stark aus jetzt. Völliger Blödsinn, aber ist okay. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir damit verbessert haben, denn auch die jeweiligen Punkte dazu wurden verbessert. Das heißt, wir haben Schaden mit der Axt immer noch 10% und ab Stufe 4 wird dann eben auch Betäubung mit der Axt freigeschaltet. Genauso auch hier, ab Stufe 4 150% Betäubung. Was können wir mit den Satyrhörnern des Schwelgens machen? Bei voller Ausdauer 10% Schaden und 20% Betäubung bei voller Ausdauer. Außerdem Steinglanzmaske. Füllt 200% eines Ausdauerfeldes auf, wenn ein Gegner betäubt wird. Es wird alles noch eine Weile dauern, aber schön. Äxte, Schwerter. Schwerter haben wir bisher auch nur eins. 33% Schaden durch Schwertkombos bei voller Gesundheit. Füllt bei perfekten Ausweichen 80% eines Gesundheitsfeldes auf. Das klingt auch gut. Das heißt, wenn wir gut ausgewichen sind, haben wir tatsächlich die Möglichkeit, uns immer wieder zu heilen, ohne irgendwelche Heiltränke und sowas alles zu benutzen. Das ist sehr praktisch. Das ist wirklich gut. Ja, Flügel haben wir jetzt die beiden. Man kann nicht mit ihnen fliegen. Schwingen des Daedalus. Du kannst gleiten, gleiten, gleiten. Diese Schwingen wurden vom berühmten Daedalus persönlich hergestellt. Also pass auf, dass du der Sonne nicht zu nahe kommst.
Offensichtlich sind das aber... keine zusätzlichen Schwingen. Oder? Sind das zusätzliche Schwingen oder kann ich tatsächlich nur hin und her wechseln? Ach, mit denen kann ich gleiten, aber da kann ich ja auch den Doppelsprung machen. Also ist es doch egal, welche ich benutze. Das ist wahrscheinlich nur für die Schönheit. Gut. Ansonsten haben wir hier Teil der Schwingen, Krug des Aiolos. Gott, es ist so viel, so verdammt viel, was aber auch Spaß macht zu entdecken, wirklich. Freut mich sehr. Meine Lieben, wir kümmern uns um Aphrodites Tränen im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen, wir haben sehr viel geschafft. Wenn du gern irgendwas kaufen willst. Sowieso. Und ich freue mich auf den nächsten Part. Bis gleich.